letzter. Alias Smith. Mordkommission, Inspektor Curtin. Augenblick, bitte. Lassen Sie doch mal Freilie. Kann ja so schlecht verstehen. Ja, ich höre. Bitte nicht so aufgeregt, alles der Reihe nach, kann ja keiner mitschreiben. Bradford Hills, 76, Villa. Wie bitte? Freilie! Villa? Ferner? Dina Ferner, die Schauspielerin. Ja. Nur weiter. Ist der Name des Toten bekannt? Ja? Wiederholen Sie bitte. Ah. Gut, wir kommen sofort. Ihr Name bitte? Rechtsanwalt Barnett. Und lassen Sie alles, wie es ist, Mr. Barnett. Niemand verlässt das Haus. Danke. Na. Was denn los mit der Firma? Das hat gerade noch gefehlt. Was Interessantes? Mord, Totschlag, was weiß ich. Ziehen Sie sich den Schlips gerade, Freilie. Wir kommen zu feinen Leuten. Und ich wollte heute Abend ins Kino. Na. Peggy, holen Sie mal die Akte Stomponello. Vico Antonio. Jawohl, Herr Inspektor. Der? Aha. Der alte Freund der Ferner. Ihre Tochter soll ihn erstochen haben. Der ganze Fratz ist keine 14 Jahre alt. Na. Los, Freilie. Hopp, hopp. Hübscher Feierabend. Beinahe schiefgegangen. Verflucht, das ist ja auch keine Straße mehr, das ist ein Parkplatz. Entschuldigung, Sir. Ja. Stoppen Sie hier, Chris. Wir steigen aus. Die paar Meter können wir uns schenken. Okay. Na, Freilie? Wie finden Sie diese Autoausstellung? Auf Leute. Möchte bloß wissen, woher die Wind gekriegt haben. Na. Kommen Sie mal. Streife 222, Sir. James Price. Ja, danke, Sergeant. Na, dann bahnen Sie uns mal einen Weg durch diese Ansammlung hellhöriger Zeitgenossen. Jawohl, Sir. Holen Sie sich Hilfe und versuchen Sie hier draußen Ordnung zu schaffen, Price. Jawohl. Grundstück abriegeln. Keiner verlässt ohne meine Anweisung das Haus. Okay. Gut. Nun nehmen Sie doch Vernunft an. Das sieht aus, als würde eine Party abgedreht. Party ist gut. Ja? Was sagen Sie eigentlich zu dieser Villa, was? Ganz schöner Kasten. Ja. Wie im Kino. An dem Park hier, da hätte eine Herde Elefanten reichlich Auslauf. Nun knicken Sie nicht gleich zusammen, Freierle. Ehrlich gesagt, Chef, bisschen komisch ist mir doch. Ja? Immerhin die Ferner. Ja, Sie bringen es fertig und bitten um Autogramm nach dem Verhör. Die Herren von der Mordkommission? Ja, bitte. Der Butler, Sir. Ah. Messrs. Abraham Green, seit 8 Jahren in diesem Hause. Sehr erfreut. Wollen Sie mir bitte folgen? Bitte. So. Danke, Mr. Green. Sie halten sich bitte zur Verfügung. Ich lasse Sie dann rufen. Sehr wohl, Herr Inspektor. Schön. Da ist im Augenblick nicht zu denken. Mrs. Ferner ist völlig zusammengebrochen. Haben Sie bitte Verständnis. Morgen beginnen die Außenaufnahmen zum Haus der Liebe und Mrs. Ferner hat die Hauptrolle. Wir hoffen nur, dass Sie überhaupt... Was macht Caroline? Würde sie Fragen beantworten? Ich bedauere, Mr. Broad, das geht leider nicht. Um aber Ihre erste Frage zu beantworten, Miss Caroline scheint sehr gefasst. Wirklich ein tapferes Mädchen. Oh, die Herren von der Mordkommission. Guten Abend. Wie Sie sich also selbst überzeugen konnten, meine Herren, handelt es sich um einen menschlich verständlichen und zweifellos nicht strafbaren Totschlag im Affekt. Notwehr, wenn Sie so wollen. Ich danke Ihnen, meine Herren. Mr. Barnett? Ganz recht. Wir hatten schon am Telefon das Vergnügen, nicht wahr? Ja. Ja. Tut mir außerordentlich leid, Mr. Barnett, dass ich Ihre kleine Pressekonferenz gestört habe. Oh. Könnten Sie mir vielleicht eine Minute zur Verfügung stellen? Ja, selbstverständlich, Inspektor. Bitte. Ja, das ist eine sehr unangenehme Sache. Alle Dispositionen sind über den Haufen geworfen. Dazu 2 Damen am Hals, empfindlich wie ein paar Nylons. Na, wenn Sie mal den Beruf wechseln sollten, wären Sie nur nicht Manager. Rauchen Sie? Danke. Wo hält sich Mrs. Ferner zurzeit auf? In der Bar. Die ganze Familie. Dort die erste Tür. Freilie, gehen Sie rüber.
Postieren Sie einen Mann in der Bar. Mrs. Ferner und Ihre Tochter möchten sich bereithalten. Gespräche untereinander sind nicht gestattet. Jawohl. Sagen Sie, Mr. Barnett, wo liegt Don Bonello? Im Salon. Entschuldigung, Sir. Ja? Streife 222, Ablösung für Sergeant Price. Der Arzt ist mit der Arbeit gleich fertig. Sergeant Price lässt fragen, ob Sie ihn noch brauchen. Natürlich, soll sich bei mir melden. Und dann schicken Sie die Bürger vor dem Gartentor nach Hause. Viel Spaß. Und halten Sie sich zur Verfügung. Okay, Sir. Die Damen warten, Chef. Der Butler ist in der Küche, das übrige Personal hat dienstfrei. Gut. Verzeihung, Inspektor. Sie wollen Mrs. Ferner verhören? Das habe ich allerdings vor. Jetzt? Hier? Ich verstehe Ihre Frage nicht ganz. Herr Inspektor, ich muss Sie leider darauf aufmerksam machen, Mrs. Ferner ist am Ende ihrer Kräfte. Eine Vernehmung ist einfach nicht zu verantworten. Ich danke Ihnen für Ihren Hinweis. Ach, nein, nein, Sie warten bitte hier in der Diele, Mr. Barnett. Ja, ich möchte mich später noch mit Ihnen unterhalten. Schön. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich kenne mich hier gut aus. Nein, danke. Übrigens werden die Reporter von dem Vorfall informiert. Keine Ahnung. Ich war selbst außerordentlich erstaunt. Ted Williams sagte nur, er habe einen anonymen Anruf bekommen. Williams ist der Lokalreporter von der Abendausgabe. Ich weiß, ja, ja. Und Sie? Haben Sie auch einen anonymen Anruf bekommen? Hören Sie, Inspektor, Ihre Art zu fragen gefällt mir nicht. Sie sind geschäftlich hier, nicht wahr? Und das ist gewissermaßen reiner Zufall. Ja, reiner Zufall. Komisch, nicht? Aber das gibt es. Ich hatte ein bedeutendes Filmangebot erhalten, unerwartet. Gute Angebote sind selten. Und deshalb wollte ich heute Abend noch unbedingt mit Mrs. Ferner darüber verhandeln. Bitte, verstehen Sie meine Nervosität. Natürlich, Mr. Barnett. Ihre Nervosität ist sehr verständlich. Freund Stomponello. Tja, das hast du dir auch nicht träumen lassen, was? Ganz schöner Hirsch. Ja, so schnell geht das mitunter. Sehen Sie mal, den Goldreif. Gravierte Widmung, Spanisch. Na, Freile, Sie Sprachgenie, nur übersetzen Sie mal. Exaltierte Liebeserklärung. Aha. Liebster, denk immer daran, wo du auch hingehst, stets ist ein Stück meines Herzens um dich. Deiner. Ah, eine große und teure Liebe. Von dem Armreif könnten Sie glatt ein Vierteljahr leben, Freile. Ferguson hat in der Brieftasche ein Foto der Ferner gefunden. Hier. Vico, ich bin ganz dein. Ich brauche dich. Du starker, du einmaliger, deiner. Ganz schön verrückt. Na, die blaue Blume der Romantik scheint Ihnen nie recht geblüht zu haben, Freile. Aber im Ernst, die Frau muss über 40 sein. Auf dem Couchtischchen, da lagen ein ganzer Stapel Szenenfotos. Wir sind heute mit der Post gekommen. Ja, und? O'Connor hat sie eingesteckt, will sie nach Fingerabdrücken untersuchen. In Ordnung. Ferguson. Ja, Inspektor? Sie übernehmen die Hausdurchsuchung. Krempeln Sie alles um. Wird gemacht, Inspektor. Mhm. Sagen Sie, Chef. Ja? Gehörte dieser Bursche hier nicht mal zur italienischen Gesandtschaft? Was? Nicht? Stomponello? Also, da muss ich die Namen verwechseln. Wahrscheinlich. Das ist sowas. Aber ich dachte schon, das gibt Verwicklungen mit Italien. Mit Italien nicht, ne? Aber sicher unter den Jungs aus dem Tintenfisch, der Stammkneipe des schönen Stompi. Na, die werden sich um den Nachlass raufen oder schießen, je nachdem. Stomponello war ein Gangster. Nicht wirklich. Und mit sowas hat die Frau... Na, sehen Sie sich doch den Kerl an, Freiley. Hm? Die Schultern, die Muskeln. Der Mund, wie mit dem Messer geschnitten. Die Frauen waren verrückt nach dem. Und Stompi wusste um seine Reize. Es war gewissermaßen sein Beruf. Hm? Er war kein kleiner Fisch. Verkehrte in der besten Gesellschaft. Rosa Teppiche. Rosa Tapeten. Bisschen viel rosa hier. Ich sah mal ein Bild unseres Freundes hier in der Zeitung. Gangster-Gigolo oder so ähnlich hatte der Reporter darunter geschrieben. Es war nicht sehr nett, aber treffend. Ja, leider haben wir ihm nie etwas nachweisen können. Na, Doktor? Tod durch Messerstich in den Rücken. Wir haben ein Küchenmesser gefunden, wahrscheinlich die Mordwaffe. Aha. Der Tod muss sofort eingetreten sein. Genaues kann ich natürlich erst nach der Obduktion sagen.
Einen Eid aber lege ich ab, dass die Lage des Mannes verändert worden ist. Und um welche Zeit geschah die Sache Ihrer Meinung nach? Es können 1,5 Stunden vergangen sein. Keinesfalls aber mehr als 4. Das heißt also etwa zwischen 3 und 5. Übrigens, Freile, lassen Sie mal genau feststellen, wann Barnett ins Haus gekommen ist. Gut. Doktor, was glauben Sie, könnte ein 14-jähriges Mädchen die Tat begangen haben? Ich meine, wäre sie überhaupt physisch dazu in der Lage? Oh ja, durchaus. Es kommt natürlich auf die Umstände an. Die Untersuchung wird es ergeben. Und rufen Sie mich bitte gleich an, wenn sich neue Gesichtspunkte ergeben sollten. Selbstverständlich. Danke, Doktor. Na, besser könnten wir uns einen Fall doch gar nicht wünschen. Die Leiche ist vorhanden, die Mordwaffe, ein Rechtsanwalt mit einer fertigen Theorie, sogar der Täter, das heißt in diesem Fall ist ja eine Täterin. Na, das stichhaltige Motiv wird ja kaum auf sich warten lassen, denke ich. Wie? Schmeckt alles verdammt nach Regie. Hm. Was meinen Sie, Chef? Wie tief steckt Barnett in der Sache, das möchte ich wissen. Ja, die Reporter, die kommen in jedem Fall auf sein Konto. Ja, wenn Sie ihn nicht beweisen können, fürchte ich. Also, offensichtlich befanden sich zur Tatzeit nur 3 Personen im Hause. Stampanello, Mrs. Ferner und ihre Tochter. Merkwürdiges Mädchen übrigens. Den Butler haben sie vergessen. Ach, richtig. Ja. Das übrige Personal hatte dienstfrei. Das kann Zufall gewesen sein, aber auch Absicht. Der Doktor schwört, die Stellung Stampanellos sei verändert worden. Na, werden wir ja sehen. Ja, Steele, was gibt's? Entschuldigen Sie, Sir. Ja? Mr. Barnett besteht darauf, das Haus zu verlassen. Er müsste dringend ins Büro. Ins Büro? Um die Zeit? Gut, ich werde Barnett verhören. Es ist doch alles sehr einleuchtend, Inspektor. Caroline sitzt in ihrem Zimmer und liest. Caroline, das ist Mrs. Ferners Tochter, ja? Ganz recht, Mrs. Ferners einziges Kind. Also? Caroline sitzt also in ihrem Zimmer. Der Fernsehapparat läuft. Plötzlich hört Caroline Stimmen. Die Stimmen kommen von nebenan, aus dem Salon. Es wird immer lauter drüben, immer heftiger. Sie springt auf, läuft aus ihrem Zimmer. Die Tür zum Salon ist nur angelehnt. Und jetzt weiß sie es, Stampanello streitet sich mit ihrer Mutter. Caroline kennt das, Streit hat es oft genug gegeben. Aber diesmal ist es anders, gefährlicher. Maßlose Angst packt sie. Ja, danke sehr, Mr. Barnett. Den Rest kann uns ja Caroline dann selbst erzählen. Wann, sagten Sie, betraten Sie heute Abend das Haus? Wann ich? Ja, wann Sie heute das Haus betreten haben. Das muss so gegen 5:45 gewesen sein. Ich habe nicht nach der Uhr gesehen. 5:45, denke ich. Und als Sie erfahren hatten, was geschehen war, riefen Sie sofort die Polizei an. Selbstverständlich. Das heißt, ein paar Minuten musste ich warten, bis die Verbindung hergestellt war. Wieso? War das so schwierig? Die Wählerscheibe klemmte, war anscheinend überdreht. Sagen Sie mal, Inspektor, soll das ein Verhör sein? Und um welche Zeit erreichte Sie der Anruf, hierher zu kommen? Etwa zwischen 5:45. Ich glaube, das hätte etwas mit den Dreharbeiten zu tun. Und da ich, wie ich schon sagte, wegen eines Angebots ohnehin mit Mrs. Ferner zu sprechen hatte, fuhr ich eben her. Wie viele Minuten brauchten Sie denn? Also ich verstehe wirklich nicht, worauf Sie hinaus Bitte. Wollen. Beantworten Sie meine Frage. Wie viele Minuten vergingen vom Anruf bis zu Ihrem Eintreffen? Wie viele Minuten ich gebraucht habe? Herr Inspektor, hat Ihnen der Sergeant nicht ausgerichtet? Ich muss ins Büro. 10 bis 15. Danke, Mr. Barnett. Das wäre im Augenblick alles. Nun möchte ich Sie nicht länger aufhalten. Guten Abend. Steele, begleiten Sie Mr. Barnett zum Gartentor. Guten Abend. Da geht der große Arrangeur. Ja. Wählerscheibe klemmt ein bisschen. Wissen Sie, Freilich, ich habe so das Gefühl, an diesem Apparat hier drehen die verkehrten Leute. Meinen Sie Barnett? Nein, uns. Wir hätten zu Hause bleiben sollen. Ich bin nicht scharf drauf, auf meine alten Tage noch zu stolpern. Schon gar nicht über rosa Teppiche. Nein, nein, Freilich. Hier klemmt mehr als nur die Wählerscheibe. Na. Machen wir erstmal weiter. Holen Sie das Mädchen. Sie haben mich rufen lassen? Ja, das habe ich allerdings. Wie alt bist du eigentlich, Caroline? 14. Im Allgemeinen redet man mich allerdings mit Sie an. Wie Sie wünschen. Dann erzählen Sie mir doch mal, Miss Caroline, was sich heute Nachmittag hier so im Hause abgespielt hat. Aber denken Sie bitte gut nach. Ich las in einem Buch. Was war denn das für ein Buch? Psychologie und Ehe. Interessant. Nein, nicht besonders.
Außerdem hatte ich meinen Fernsehapparat angeschaut. Und waren die Schlagerparade für Teenager? Nein, das Baseballspiel. Aha, wir waren der beste Mann auf dem Feld. Natürlich Hawkins, Jimmy. Gut. Und weiter? Ich hörte Stimmen im Nebenzimmer, Mamis Salon. Na, ich hörte sie trotz der Fernsehübertragung. Erst dachte ich, Ellen, das Mädchen hätte wieder was angestellt. Dann aber, als das Radio in Mamis Salon ausgedreht wurde, erkannte ich Vico, Mr. Stomponello. Ja, woher wussten Sie denn, dass es Mr. Stomponello war? Ich kenne seine Stimme ganz genau. Er ist ja oft genug hier. Der Streit wurde so heftig... Hat es öfter so Auseinandersetzungen gegeben zwischen Ihrer Mutter und Mr. Stomponello? Manchmal, ja. Der Lärm wurde so stark, dass ich das Buch fortlegte und zu Mami hinüberlief. Mamis Stimme, die klang so angstvoll. Ich riss die Tür auf. Mami stand vor dem kleinen Tisch in der Ecke neben der Tür. Mr. Stomponello hielt Mami an den Handgelenken fest und schüttelte sie, wobei er dauernd schrie. Was sagte er denn? Ich weiß nicht. Ich hatte so grässliche Angst. Stomponello sah sich um, als Sie das Zimmer betraten? Nein. Ich glaube, er hat mich gar nicht bemerkt. Er drehte Ihnen ja auch den Rücken zu, nicht? Ja, natürlich. Er stand ja Mami gegenüber. Die er gegen den Ecktisch gedrängt hatte. Ich hatte Sie doch da richtig verstanden. Ich sagte es Ihnen doch. Ich habe es genau gesehen. Aber sagten Sie nicht eben, ich weiß nicht, hatte so grässliche Angst? Wo Ihre Mutter stand, das haben Sie genau gesehen. Aber was Mr. Stomponello sagte, das wissen Sie nicht. Na gut. Was geschah also weiter? Mamis Züge waren verzerrt. Da dachte ich, jetzt bringt er sie um. Und da habe ich zugestoßen. Ihre Mutter sah sie, gab ihnen ein Zeichen? Ich weiß nicht. Es ging alles so schnell. Ich kann mich nicht besinnen. Ich sah immer nur Mamis angstverzerrtes Gesicht. Und dann muss ich es getan haben. Mit dem Küchenmesser? Ja, ich glaube. Und Sie sind direkt von Ihrem Zimmer aus zum Tatort gelaufen? Ja, Mami schrie doch um Hilfe. Wann war denn das? Das war, als Vico nebenan sagte, ich kriege dich schon. Und wenn es ein Jahr dauert... Aber vorher zerfetze ich dir noch das Gesicht, mein Täubchen. Und Sie verstanden jedes Wort? Ja, ich hatte ja meinen Fernsehapparat abgestellt. Und das Radio in Mamis Zimmer, das spielte auch nicht. Sie liefen sofort hinüber, ohne Umwege. Ja, ich musste Mami doch helfen. Und das Messer, das hielten Sie in der Hand? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist möglich. Woher hatten Sie denn das Messer? Ich... Lag es in Ihrem Zimmer? Ja. Liegen da öfter so Küchenmesser in Ihrem Zimmer? Was machen Sie denn damit? Wie kam das Küchenmesser in Ihr Zimmer? Ich weiß nicht. Könnte es nicht jemand vom Personal liegen gelassen haben? Ellen vielleicht? Wahrscheinlich. Dienstboten sind heutzutage sehr nachlässig, Herr Inspektor. Sagen Sie, Miss Caroline, Sie haben doch Stomponello gut gekannt. Hätte er seine Drohung wahrgemacht? Was meinen Sie? Ganz bestimmt. Er war unberechenbar. Stomponello war kräftig, muskulös, Sportsmann. Oh ja, er war sehr stark. Na, haben Sie denn da nicht ein bisschen Angst vor ihm gehabt? Ich habe blindlings zugestoßen. Und zogen das Messer zurück? Nein. Ich war so verwirrt, dass ich den Griff losließ. Mr. Stomponello brach zusammen und schlug zu Boden. Er war sofort tot. Ich weiß nicht. Ich war wie gelähmt. Mami schüttelte mich und schrie, was hast du getan? Und dann packte sie ihn bei den Schultern. Wir legten ihn auf die Couch. Mr. Stomponello war sehr schwer. Und das Messer? Das zog Mami heraus, als wir ihn auf die Couch gelegt hatten. Die Wunde blutete nur wenig. War das nicht unklug von Ihnen, das Messer loszulassen, als Sie zugestoßen hatten? Sie hätten Stomponello ja nur leicht verletzen können. Dann hätte er sich umgedreht und... Haben Sie sich das nicht überlegt? Ich habe nichts überlegt. Ich wollte doch nur Mami helfen. Tja. Es tut mir leid, Miss Ferner, aber ich muss Sie bis zur Verhandlung in Sicherheitsverwahrung nehmen. Miss Ferner, haben die Angestellten des Hauses bestimmte freie Tage in der Woche? Freitags ist die ausgetagt. Da ist nur der Butler im Hause. Um welche Zeit kam Mr. Stomponello heute Nachmittag? Das kann ich nicht genau sagen. Um 4 hatte sich Mami ein wenig hingelegt und da war Mr. Stomponello noch nicht da.
Ich hörte ihn erst, als er sich mit Mama... Wir hatten eigentlich Mr. Barnett hergerufen. Mr. Barnett? Hm? Ich weiß nicht. Ich hatte doch solche Angst. Gut, gut, gut. Sind Sie von den Reportern interviewt worden? Nein. Woher wussten die Reporter von dem Vorfall? Ich weiß nicht. Und wie oft hat Mr. Barnett telefoniert? Einmal? Zweimal? Hat er telefoniert? Erhielt Mr. Stambonello Geld von Ihrer Mutter oder größere Geschenke? Ich weiß nicht. Da müssen Sie Mami fragen. Stambonello war doch ein Freund Ihrer Mutter. Mochten Sie Mr. Stambonello eigentlich? Nein. Nein? Na, mir fiel doch auf, dass Sie ihn vorhin verschiedentlich Vico nannten. Mami nannte ihn immer so. Da hab ich auch. Er kam ja häufig, manchmal dreimal in der Woche. Nur sagen Sie mal, Miss Caroline, waren Sie vielleicht auf Ihre Mutter eifersüchtig? Es könnte einem kalt den Rücken runterlaufen. Also was sich hier so abspielt. Ja. Das Mädchen hat alles. Geld, Kleider, Schmuck. Nur eins hat sie nicht, eine normale Umgebung. Eine gesunde Entwicklung. Ob sich Caroline noch auskennt unter ihren vielen Vätern? Wissen Sie eigentlich, Freilich, wie oft die Ferner verheiratet war? Ich meine, legal? Keine Ahnung. Die Tochter wird ihr eines Tages nicht nachstehen, vermute ich. Na, nicht unsere Sorge. Steel. Inspektor? Bitte führen Sie Mrs. Ferner jetzt herein. Jawohl. Ich glaube, Caroline weiß mehr, als sie uns gesagt hat. Und wenn sie weniger wüsste? Wollen Sie damit sagen, Sie trauten es ihr nicht zu? Zuzutrauen? Wäre es ihr schon. Die Frage ist nur, ob sie die Tat begangen hat. Guten Abend, Madam. Es tut mir sehr leid. Nur ein paar Fragen. Oh, entschuldigen Sie bitte. Bitte? Danke. Fassen Sie es bitte nicht als Verhör auf, Madam, aber ich bin verpflichtet, mich zu informieren. Ja, natürlich. Sie kannten Mr. Stambonello gut. Wir waren früher einmal befreundet. Alte Freunde. Vor einem Jahr bekam unsere Freundschaft einen Riss. Ich hatte viel zu tun, Dreharbeiten. Auch im Ausland, ich war wenig zu Hause. Gott, wir versöhnten uns wieder, aber es war nicht wie vor dem. Langsam begann mir Vico, ich meine Mr. Stambonello, auf die Nerven zu fallen. Ich bat ihn, seine Besuche einzuschränken. Das muss ihn sehr gekränkt haben. Einen Monat lang sah ich ihn überhaupt nicht. Dann erschien er hin und wieder zu Partys. Heute Nachmittag, gegen 4:30 kam Mr. Stambonello unangemeldet. Ich hatte mich gerade ein wenig hingelegt. Ich glaube, er war nicht ganz bei Sinnen. Wie denn? Der Butler ließ Stambonello eintreten, ohne Sie vorher zu fragen? Ich weiß nicht, wie Sie sich das vorstellen, Inspektor. Ich kann ja wohl kaum meinem Personal Anweisung geben, Mr. Stambonello die Tür zu weisen. Er war ja kein Unbekannter. Aha. Ja, also er stürzte ins Zimmer und ich begriff, was er vorhatte. Packte er mich an den Handgelenken und brüllte, wenn du mich abservieren willst, Liebling, kannst du was erleben. Sein Gesicht war ganz dicht an meinem. Hatte er getrunken? Ich glaube nicht. Ich riss mich los und stellte ihn zur Rede. Wie gesagt, er schien wie von Sinnen. Ich versuchte ihn zu beruhigen. Fast schien es, als wäre es mir gelungen. Aber er
hatte wohl nur auf seine Chance gewartet. Als ich mich halb abwendete, packte er mich abermals und zerrte mich in die Ecke. Dort steht ein kleines Tischchen. Er presste mich gegen die Platte und wiederholte seine Drohung. Er wolle ein Rasiermesser nehmen und mir das Gesicht zerfetzen. Sie schrien um Hilfe? Ich versuchte, mich zu wehren, aber ich konnte nicht schreien. Meine Stimmbänder waren wie gelähmt. Plötzlich ging die Tür auf. Caroline musste wohl etwas gehört haben. Sie hatte ein Messer in der Hand, nicht wahr? Ein Messer? Ich glaube, gesehen habe ich es nicht. Und? Dann? Caroline lief auf Stamponello zu und dann weiß ich nur, wie Vico zusammenbrach. Er riss mich mit zu Boden, da begriff ich, was Caroline getan hatte. Ich war schrecklich erregt, ich wollte ihm helfen, ich wusste ja noch nicht, dass er tot war. Wir legten ihn auf die Couch, ich zog das Messer aus dem Rücken. Es kam fast kein Blut. Es war furchtbar. Und das Radio spielte die ganze Zeit? Das Radio? Ich weiß nicht. Mir ist, als ob Vico es abgestellt hätte. Ihre Tochter, Mrs. Ferner, gab an, aufgrund ihrer Hilferufe hinübergelaufen zu sein. Ich denke, ihre Stimmbänder waren wie gelähmt. Mein Gott, weshalb quälen Sie mich so? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch geschrien. Hören Sie doch auf zu fragen. Halten Sie es für möglich, Madame, dass Stamponello vielleicht ganz andere Ziele verfolgte, Sie erpressen wollte? Ach, das ist doch Unsinn. Warum sollte er mich erpressen wollen? Nun, vielleicht hatte er Forderungen an Sie. Nein, er war völlig unabhängig. Gut. Danke, das wäre alles. Miss Caroline muss sich leider in Sicherheitsverwahrung nehmen. Aber sie hat doch nur... Mr. Barnett sagte... Bis zur Gerichtsentscheidung, Vorschriften, Madame. Sie informierten Mr. Barnett von dem Vorfall? Ja. Wann? Genau, bitte. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt gehen? Selbstverständlich, Madame. Ach, Verzeihung, Madame. Sagen Sie, halten Sie es für normal, dass ein verängstigtes Kind den Schauplatz einer Auseinandersetzung mit einem Messer in der Hand betritt? Der Butler, Sir. Ja, ist gut, Steele. Und sagen Sie Ferguson, wenn er fertig ist, soll er den Toten ins Institut bringen lassen. Die Absperrung wird dann aufgehoben. Ja, Sir. Ja, bitte, meine Herren. Können Sie uns sagen, Mr. Green, um welche Zeit Mr. Stamponello das Haus betrat? Etwa ein und eine halbe Stunde vor Ihrem Eintreffen, Sir. Kurz vor fünf. Und wo befand sich da Mrs. Ferner? Im Salon. Sie hatte sich etwas zur Ruhe gelegt. Mrs. Ferner leidet an Migräne. Haben Sie bemerkt, ob zu dieser Zeit oder vielleicht auch etwas später telefoniert wurde? Es ist ein Telefongespräch geführt worden mit Mr. Barnett, Sir. Es war genau 17.15 Uhr. Woher wissen Sie das? Ich selbst führte das Gespräch. Sie? Wie kamen Sie denn dazu, Mr. Green? Die gnädige Frau hatte es selbst so angeordnet. Ich befand mich in der Küche, um den Tee zuzubereiten. Das Personal hat Freitagsausgang. Wir erwarteten ja auch keine Gäste. Mrs. Ferner gab mir durchs Haustelefon den Auftrag, Mr. Barnett dringend herzubitten. Ich sah zufällig auf die Uhr. Es war 17.15 Uhr. Was sollten Sie Barnett denn sagen? Mrs. Ferners Auftrag lautete, Mr. Barnett sollte alles stehen und liegen lassen und unverzüglich zu uns kommen. Es sei ungeheuer wichtig. Wussten Sie, was Mrs. Ferner mit ungeheuer wichtig meinte? Ich nehme an, Sir, Ihre Frage bezieht sich auf den bedauerlichen Vorfall mit Mr. Stamponello. Nein, ich hatte keine Ahnung. Wann erfuhren Sie denn davon? Als die Reporter kamen, Sir. Sind Sie sicher, dass keine weiteren Gespräche geführt wurden? Absolut, Sir. Der Schaltschrank befindet sich im Treppengang vor der Küche. Wir haben zwei Telefone.
Eines steht oben im Salon, das andere in der Küche. Daneben gibt es noch ein Haustelefon. Ich hielt mich bis zum Eintreffen Mr. Barnetts in der Küche auf. Das Geräusch des Schaltschrankes wäre mir nicht entgangen. Um 18 Uhr allerdings telefonierte Mr. Barnett. Ich glaube, er informierte die Polizei über die Vorgänge. Ja, das stimmt. Sagen Sie, der Apparat im Salon ist doch immer in Ordnung. Soviel ich weiß, hat noch nie zu Klagen Anlass gegeben. Mr. Green, haben Sie eine Ahnung, woher die Reporter von den Vorgängen wussten? Nicht die geringste. Wie viel Zeit verstrich denn zwischen dem Eintreffen Barnetts und dem Auftauchen der Reporter? Etwa eine halbe Stunde, Sir. Wissen Sie, was Mr. Barnett in diesen 30 Minuten tat? Nein. Mrs. Ferner hatte ausdrücklich angeordnet, dass ich Mr. Barnett nicht begleiten sollte. Ich ließ ihn herein und begab mich zurück in die Küche. Oben ging es dann ziemlich lebhaft zu. Man schien erregt zu sein. Verließ Mr. Barnett das Haus nochmal? Nicht, dass ich wüsste. So. Haben Sie verstanden, was da oben gesprochen wurde? Nein, Sir. Ja, da fällt mir was ein, Mr. Green. Lassen die Zimmermädchen eigentlich oft Dinge herumliegen? Ich meine, sind die vielleicht ein bisschen unordentlich? Solange ich in diesem Hause die Aufsicht habe, würde ich Nachlässigkeit niemals dulden, Sir. Ja, ist schon gut, Green, ja. Macht es Stomponello heute einen irgendwie ungewöhnlichen Eindruck auf Sie? Verzeihung, Herr Inspektor, ich bekam ihn überhaupt nicht zu Gesicht. Wieso? Sie haben ihn gar nicht gesehen? Nein, Sir. Verstehe ich nicht. Wie ist Stomponello dann aber... Verzeihen Sie, wenn ich Sie unterbreche, Sir, aber die Erklärung ist eine sehr einfache. Mr. Stomponello besaß eigene Schlüssel. Ich hatte ihn an der Stimme erkannt. Die Küche liegt direkt unter dem Salon, Sir. Es ging zunächst sehr laut zu. Eine Meinungsverschiedenheit nehme ich an. Nach einer Weile wurde es still, nur das Radio spielte. Es wurde erst abgeschaltet, als Mr. Barnett kam. Dann hörte ich Mr. Stomponello sogar lachen. Das war kurz bevor Mrs. Ferner mich anrief. Mr. Stomponello lachte? Können Sie sich nicht getäuscht haben? Sie sagten, das Radio hat gespielt. Hm? Ich habe mich nicht getäuscht. Mr. Stomponello besaß ein sehr charakteristisches Organ. Ich hätte es aus 100 anderen ausgehört. Können Sie das beschwören, Green? Jawohl, Sir. Haben Sie nach dem Lachen ein dumpfes Fallgeräusch vernommen? Ich verstehe Sie nicht, Sir. Ich meine, vibrierte die Decke? Hörten Sie eine Erschütterung, als wenn über Ihnen etwas Schweres zu Boden fällt, oder? Es hat nie ein Fallgeräusch gegeben. Es ist unglaublich. Aber ich sehe keinen Grund, an der Aussage des Butlers zu zweifeln. Der Mann hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Tja. Wer hat Stomponello erstochen? Vor allem, wo ist er erstochen worden und wie? Nein. Stomponello ist nie zu Boden gestürzt. Noch hat er Mrs. Ferner mitgerissen. Jedenfalls nicht im Salon. Der Butler mag sich, was das Lachen angeht, getäuscht haben. Den Aufschlag des Körpers hätte er nie überhört. Nein, das passt alles nicht recht zusammen. Ich glaube, man hat das Mädchen nur vorgeschoben. Die Pressekonferenz, die Geschichte mit dem Messer, überhaupt diese ganze Art der Aussage. Ja, die Angaben decken sich fast genau, geben anscheinend keinerlei Angriffspunkte trotzdem. Meinen Sie, Barnett würde für Caroline was riskieren? Der riskiert nur da was, wo sein Vorteil liegt. Die Ferner. Na klar. Oder sagen wir besser, das Geld, das der neue Ferner-Film einbringt. So. Ich setze Sie hier vor Ihrem Haus ab, Friday. Ich habe noch was vor. Will mal einen Blick in Stomponellos Wohnung werfen. Ja, das Nest wird leer sein. Bestimmt leer und aufgeräumt. Vicos Freunde aus dem Tintenfisch sind umsichtige Geschäftsleute. Trotzdem, scharf nachwaschen kann nie schaden. Mordversuch an Filmstar. Hier die Nachtausgabe. Die müssen Sie unbedingt gelesen haben, Mister. Heute mit den ersten Berichten vom Mordversuch an Dinah Ferner. Unerschrockene Tochter rettet Mutter das Leben. Warum wollte Stomponello Dinah Ferner töten? Ja, schon gut. Kaufen Sie die Nachtausgabe und Sie erhalten Antwort auf die Frage. Ohne die Nachtausgabe können Sie die Antwort... Danke, wir haben schon. Schade. Die Nachtausgabe! 9 Uhr. Die Nachtausgabe! 4 Stunden haben die Burschen gebraucht.
Befragung erklärt die Zeugin Ellen Hopkins widerstrebend, dass sie heute früh fristlos entlassen worden sei. Als Grund habe Mrs. Ferner Nachlässigkeit im Dienst angegeben. Absatz. Weiter. Bemerkung. Im Lichte der fristlosen Entlassung betrachtet, erscheint der Wert der Zeugenaussage zumindest zweifelhaft. Es ist anzunehmen, dass es sich um einen Akt der Rache handelt und die unbewiesenen Belastungsangaben aus der Luft gegriffen sind. Punkt. Dem Chef zur Unterschrift. Guten Morgen. Morgen, Chef. Na, Fräulein? Was Besonderes? Nein, viel hat sich nicht getan. Aha. Ach, haben Sie schon einen Blick in die Morgenzeitung geworfen? Nein, noch nicht. Wieso? Augenblick mal. Hier. Ein Engel stand ihr bei. Ah. Tragik eines Frauenschicksals. Die neue Dinah Ferner-Serie. Es war ein Akt der Notwehr. Nach kalifornischem Gesetz kann Caroline höchstwahrscheinlich mit Freispruch rechnen. Untertitel: Triumph einer gerechten Sache. Ja, und wenn es zur Verhandlung kommt, wird die Ferner in den Zeugenstand treten, wird ihre Version des Tatablaufs schildern und Richter und Geschworene werden ihr glauben. Eine bessere Reklame kann sich die Filmgesellschaft gar nicht wünschen. Triumph einer gerechten Sache. Und Caroline? Na, wie die Sache jetzt steht, wird das Mädchen aller Wahrscheinlichkeit nach freigesprochen. Sind die Berichte von gestern fertig? Auf Ihrem Schreibtisch, Mr. Curtin. Brauchen nur noch abgezeichnet zu werden. Nett von Ihnen. Vielen Dank, Peggy. Was waren das vorhin für eine Zeugenaussage? Hängt mit der Ferner-Sache zusammen. Aha. Aber nichts Besonderes. Ein Fräulein Ellen Hopkins, Dienstmädchen im Hause der Ferner, jedenfalls war sie es bis heute früh, gibt an, zwischen Stampanello und der kleinen Caroline hätten intime Beziehungen bestanden. Was Besseres ist der beleidigten Dame nicht eingefallen. Sie will sich offensichtlich für ihre Entlassung revanchieren. Ach. Und weiter? Am letzten Freitag, wie die Zeugen ein Gespräch mit angehört haben, aus dem hervorgegangen sei, dass Caroline eine der geliebten Stampanellos war. Die Zeugin befand sich in der dunklen Küche. Nur schade, dass sie allein war. Das Fenster habe aufgestanden. Es führt nach einer abgelegenen Seite des Gartens. Die Zeugin erklärt ferner, dass sie die beiden angeführten Personen nicht gesehen, sie aber an den Stimmen erkannt habe. Die Mutter sei zu dieser Zeit in... Was ist denn, Chef? Sie haben mich noch gar nicht nach meinen Erlebnissen in Stomponellos Wohnung gefragt, Fräulein. Nein. Eben. Dann lesen Sie mal. Ein Brief? Ohne Unterschrift. Von zarter Hand getippt. Mhm. Du lieber Vico, du. Fast eine Woche habe ich dich schon nicht gesehen. Aber geträumt habe ich jede Nacht von dir. Zwei Ausrufungszeichen. Drei, Chef. Oh. Vorhin war Barney bei uns. Mhm. Er sprach von Außenaufnahmen, die bald abgedreht werden müssten. Wirst du mich bald besuchen? Na, Moment mal, Fräule. Ja? Ah, Sie sind's, Doktor. Ich habe schon auf Sie gewartet. Na? Ich habe die Wunde genau untersucht, Inspektor. Ja? Der Mann war sofort tot. Der Blutverlust kann nicht sehr groß gewesen sein. Nach Aussage der Ferner ist das Messer erst herausgezogen worden, als Stampanello auf der Couch lag. Das könnte durchaus stimmen. Ja. Das Messer ist einwandfrei als die Mordwaffe identifiziert worden. Die Untersuchung ergab eine Übereinstimmung der Blutgruppe des Toten mit den am Messer vorgefundenen Spuren. Die Tat muss etwa zwischen 4:30 und 6 geschehen sein. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Tja, vielen Dank, Doktor, vielen Dank. Na, das wäre also geklärt. Na, weiter, Farley, weiter. Wirst du mich dann wieder besuchen, Darling? Du kommst doch bitte, ja. Ich warte so auf Antwort. 1000 Küsse, deine... Fragezeichen. Caroline? Genau. Der Brief ist von Caroline geschrieben worden gestern Morgen. Das würde bedeuten, dass die Aussage des Hausmädchens... Irren Sie sich auch nicht, Chef. Die Schreibmaschine, auf der dieser Brief geschrieben wurde, steht in der Ferner-Villa. Genauer gesagt, in Carolines Zimmer. Wie sind Sie denn zu dem Brief gekommen? Stomponellos Türschloss machte nicht viel Schwierigkeiten. Wie erwartet, hatte er noch anderen Besuch. Vor mir. Alles durchwühlt, was? Durchwühlt ist gar kein Ausdruck. Systematische Arbeit, mein Lieber. Natürlich habe ich nichts gefunden. Ich war schon im Begriff zu gehen, als mein Blick auf den Briefkasten fiel. Und? Ich öffnete ihn ohne besondere Hoffnung. Ein Eilbrief fiel mir entgegen. Hier, der Brief von Caroline. Ich gratuliere, Chef. Danke, danke.
Leider hat dieser Brief meine Theorie etwas ins Wanken gebracht. Naja, wie die Sache jetzt aussieht, könnte Stomponello natürlich versucht haben, die Ferner mit Caroline Liebesbriefen zu erpressen. Der Verdacht liegt jedenfalls nahe. Er hätte zum Beispiel bloß einem unserer Frauenvereine das Material zuzuspielen brauchen. Wen die verdammen, der ist geschäftlich erledigt. Das hätte Stomponello zweifellos in Betracht gezogen. Tja, es kann natürlich auch ganz anders sein. Tochter kontra Mutter oder umgekehrt. Eifersucht, betrogene Liebe, unbesonnene Rache, was weiß ich. Es würde wiederum bedeuten, Caroline steckt doch tiefer in der Sache, als wir bisher angenommen haben. Ja, gut, ich komme. Na, dann werde ich den Alten mal über den Stand unserer Ermittlungen informieren. Na, was hat nur vorgelegen, Friday? Erpressung oder... Und wenn es beides war? Unter diesen Umständen ist die Aussage der Hopkins eine glaubwürdige Bestätigung. Der Schrifttypenvergleich lässt keine Zweifel zu. Ergebnis ist eindeutig, Chef. Leicht hochstehendes Y, druckschwaches R, eigentümlich breites E. Caroline und Stomponello. Ja. Inspektor Curtin, Sie sind bis auf Weiteres von allen Routineaufgaben befreit. Gut, Chef. Nehmen Sie die Ferner ins Kreuzverhör. Bringen Sie Licht in die Sache. Büro McElrich? Augenblick, bitte. Ein Mr. Rockwood von der MFC möchte Sie sprechen. Augenblick. Bitte, bitte. Herr McElrich? Tag, McElrich. Unser Polizeichef lebt ja in letzter Zeit so zurückgezogen. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sorgen habe ich, mehr als Sie ahnen, in jeder Hinsicht. Von der Leber angefangen. Wie? Sagen Sie, was macht die Förner-Sache? Aha. Ja, eine ganz verfluchte Geschichte. Jeder Tag, den der liebe Gott werden lässt, kostet mich jetzt einige tausend harte Dollars. Der Stab sitzt herum und pokert. Ach, das dürfen Sie ja gar nicht wissen. Aber im Ernst, McElrich, kann ich morgen mit der Förner rechnen? Wie? Unklarheiten? Was denn für Unklarheiten? Verstehe ich. Aber sehen Sie mal zu, was sich machen lässt. Ich brauche die Förner. Und so schnell wie möglich. Na, großartig. Ich habe den Eindruck, uns beiden täte ein Gläschen Whisky gut. Wie? Nicht direkt verboten, sagen wir schweigend geduldet. Kommen Sie doch heute Abend auf einen Sprung in die California Bar. 10 Uhr? Okay, Mr. Rockwood. Gut. Eine Frage. Haben Sie die Presse verständigt? Nur Gesichertes. Was daraus gemacht wird, kommt nicht auf unser Konto. Also bis heute Abend. Brauchen Sie mich noch, Chef? Wie? Nein, nein. Machen Sie weiter, Kappen. Jawohl. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Hallo, Curtin. Ich habe Ihnen eben die Szenenfotos gebracht. Was sind für Fotos, Tach O'Connor? Ja, das Zeug, das auf dem Couchtisch lag im Salon der Ferner. Sie wissen doch, die Standfotos. Ah, richtig, ja, und? Abdrücke von der Ferner und Stomponello. Aha. Und ein paar nicht zu identifizierende, wahrscheinlich die vom Fotolaboranten. Aha. Also wenn der Film so gut wird wie die Bilder, dann aber bloß hin. Da sind ein paar drunter, die Ferner und Barton stehen da am Nachthemd, ich sage Ihnen zum Totlachen. Und was ist denn mit dem Messer? Ja, der Griff zeigt Abdrücke der jungen Ferner und der Mutter. Deckt sich alles mit den Aussagen. Ich hätte Ihnen gern was Sensationelleres berichtet. Sagen Sie mal, O'Connor, halten Sie es für möglich, dass Caroline Ferner, nehmen wir mal an, sie hätte mit der Tat nichts zu tun, dass Caroline den Griff der Mordwaffe berührte, nachdem Stomponello bereits tot war? Ja, natürlich ist das möglich. Aber wie kommen Sie denn darauf? Und ist es möglich festzustellen, wer zuerst das Messer in der Hand hatte? Mutter oder Tochter? Leider. Da ist nichts zu machen, Inspektor. Schade. Die Spuren sind ziemlich stark verschmiert. Wir hatten große Mühe beim Sichern. Tja, das ist alles. Enttäuscht. Naja, das nicht gerade. Geht mir bloß zu langsam. Wissen Sie, das berühmte Etwas fehlt mir. Na, vielen Dank, O'Connor. Kaffee. Ja? Na, was ist denn los? Hat Friday etwa einen unanständigen Witz erzählt? Aber Chef, wir haben über die Fotos gelacht. Ehrenwort, der Barton, das ist eine ganz große Nummer.
Hier, sehen Sie mal. Gut, was? Naja, ganz spaßig. Spaßig? Na, einfach zum Umhauen. Hier. Ja, ja, nur fallen Sie mir nicht auf den Nerven, Freilich. Und einen Schuss Cognac rein, Peggy, ja? Schlechte Laune? Müde. Zwei oder drei Löffel Kaffee? Inspektor. Freilich? Ja, Chef. Wie war das mit dem Butler? Der Mann sitzt in der Küche und hört... Was hört er? Erregte Stimmen. Radiomusik. Und? Was noch? Die Stimmen werden ruhiger. Ja, ja, weiter? Und dann? Und dann hört er Stomponellos Lachen. Weiter, Inspektor. Ja. Und jetzt komme ich auf den Punkt, der mich eigentlich drauf gebracht hat. Freilich und Peggy, meine Sekretärin, sahen sich die Standfotos des neuen Ferner-Films an, gerade als ich in mein Büro kam. Die lachten, also als ob ihnen jemand die Fußsohlen kitzelt. Freilich machte mich schon ganz schwach mit seinem Gemecker. Da plötzlich sprang bei mir der Wagen an. Erinnern Sie sich der Aussage des Butlers-Chefs? Er hatte recht. Stomponello lachte. Lachte, als er auf der Couch lag und die Fotos betrachtete, genau wie vorhin Peggy und Freilich. Und in diesem Augenblick, oder doch unmittelbar danach, ist er ermordet worden, und zwar von der Ferner. Stomponello achtete nicht auf sie, das war ihre Chance. Also konnte der Butler gar keine Fallgeräusche vernehmen. Einfach, weil es nie welche gegeben hatte. Genau. Ob Caroline als Mittäter in Frage kommt, scheint mir zunächst mal ganz unwichtig zu sein. Wahrscheinlich hat es überhaupt nichts damit zu tun. Und Barnetts Überredungskunst, sie anstelle der Mutter als Täterin vorzuschieben, machte es auch nicht allein. Aber sie hatte durchaus Gründe, die Tat auf sich zu nehmen. Zumal sie erfuhr, dass sie kaum bestraft werden würde. Ja, sie hatte sich Stomponello an den Hals geworfen. Der hatte zwar kein besonderes Interesse an ihr, aber er nahm sie eben mit. Das Interesse kam erst später, als er nämlich sah, dass sich Carolines Liebesbriefe in bare Münze umschlagen ließen. Das war die letzte Chance für eine Erpressung großen Stils. Man hatte die Ferner für einen Film verpflichtet. Die Ferner ist alt, wer weiß, ob sie noch ähnlich gute Angebote erhalten wird. Also ergriff Stomponello die Gelegenheit beim Schopf. Außerdem wollte sie ihn vielleicht wirklich abschieben. Die Fingerabdrücke Carolines beweisen gar nichts. Sie fühlte sich kaltgestellt, erniedrigt, als sie von dem Erpressungsversuch erfuhr. Verwandelte sich ihre Teenagerliebe in Hass? Dazu kam die Angst vor der Mutter. Bin sicher, dass die Ferner von dem Verhältnis ihrer Tochter erst durch Stomponello erfuhr. Das alles machte Caroline gefügig. Und so unwahrscheinlich es doch nicht scheinen mag, sie nahm den Griff der Mordwaffe in die Hand. Was Barnett in der Zeit vom Mord bis zum Eintreffen der Polizei arrangiert, ist ein ganz ausgekochtes Stück Arbeit. Um ein Haar, alles komplett. Und das Tollste, mit Hilfe einer Pressekonferenz seine Version des Tatbestandes sofort an die Öffentlichkeit bringen. Ich bin ja allerhand gewöhnt. Aber das ist mir noch nicht untergekommen. Er wird natürlich alles dran setzen, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, auch auf Kosten der Ferner, wenn er sieht, dass das Spiel verloren ist. Die Lage Stomponellos ist verändert worden. Und die Ferner weiß doch in solchen Dingen Bescheid, hat in vielen Kriminalfilmen mitgespielt, auch als Täterin. Und Motive hatte sie mehr als reichlich. Der Erpressungsversuch zum Beispiel. Was sollte sie machen? Entweder sie zahlte, oder der Skandal brach ihr beruflich das Genick. Das hätte ein Leben ohne Luxus bedeutet. Dazu sah sie sich einer endlosen Erpressungskette ausgesetzt. Denn es ist zu bezweifeln, dass Stomponello die Briefe rausgegeben hätte. Also ging sie scheinbar auf Stomponellos Vorschlag ein. Ja. Daher die Ruhe nach dem Streit, von der Butler sprach. Das Weitere wissen wir. Hat sich übrigens herausgestellt, wie die Reporter ins Haus gekommen sind? Wer der anonyme Anrufer war? Barnett wird sie angerufen haben. In unmittelbarer Nähe der Villa befindet sich eine Eisbar mit öffentlichem Telefon. Der Angestellte hält es für durchaus möglich, dass Barnett von dort aus anrief. Ausgezeichnete Arbeit, Inspektor. Wirklich. Lassen Sie nicht locker körpern. Die Aussage des Butlers, die Indizien, alles schön und gut. Aber damit können wir vorerst keinem Staatsanwalt imponieren. Der ist recht nicht dem Verteidiger. Verstehen Sie mich nicht falsch, Körpen. Für mich gibt es gar keinen Zweifel, dass die Ferner den Mann erstochen hat. Ich bin da völlig Ihrer Ansicht. Hm? Aber was meinen Sie, was wir uns einbrocken, wenn gegen die Ferner Anklage wegen Mordes erhoben wird und wir kommen mit ein paar Fingerabdrücken? Bringen Sie mir die Aussage der Ferner, Körten.
Und zwar die richtige. Ah. Oder knöpfen Sie sich noch einmal das Mädchen vor, wenn Ihnen das einfacher erscheint. Zwecklos, Chef. Die sagt seit dem ersten Verhör überhaupt nichts mehr. Verweigert die Aussage. Hat ja sicher Barnett eingetrichtert. Und die Förner? Konnte ich nicht mehr verhören. Der Arzt hat sie für vernehmungsunfähig erklärt. Nein, 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 nein. Da kommen wir vorläufig nicht weiter. Für heute Abend hat sich Rockwood eingeladen. Der Boss der MFC. Was meinen Sie, warum? Verstehe. Naja, da wär's doch das Gescheiteste. Wir klappen den Deckel zu. Schluss. Lassen die Förner laufen. Hm? Was halten Sie davon? Gar nichts. Nein, Curtin, davon halte ich gar nichts. Außerdem plappern schon die Zeitungen darüber, dass an dem Fall deiner Förner irgendwas nicht in Ordnung ist. Heute haben sie ein Foto des Butlers gebracht. Unterschrift: Wird er deiner Förner zum Verhängnis oder so ähnlich. Na, genau so. Nein, nein, Curtin. Machen Sie weiter. Kopf hoch. Die Dame kommt uns nicht davon. Was habe ich Ihnen gesagt, Fraley? Wir sind mit unserem Kinoengelchen ganz verflucht reingefallen. Hängen fest wie der Affe im Gestrüpp. Na, der Alte zieht den Hut vor unserer Theorie, aber er will das Geständnis der Förner. Was nun? Hm? Wie geht's nur weiter? Na, vielleicht hiermit. Hm? Wann ist denn der Brief gekommen? Soeben. Und ich wette mit Ihnen um eine Flasche schottischen, Chef. Hier kriegen wir das, was wir brauchen. Na gut, Freilich, abgemacht. Aber eine große Flasche. Vom besten, Chef. Hiermit ziehe ich meine Aussage zurück. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist unzutreffend und entspricht nicht der Wahrheit. Matthew Abraham Green. Na, da sind Sie ja endlich. Guten Abend, Mr. McEldridge. Guten Abend, Mr. Rockwood. Überstunden gemacht? Ja, entschuldigen Sie, ich hätte noch im Präsidium zu tun. Zigarre? Nein, danke. Lohnt sich wenigstens die Anstrengung? Nicht immer. Die Welt wird immer ausgekochter. Und wie geht es Ihnen? Im Augenblick miserabel. Mich haben die Frauen ziemlich gerupft. Aber noch keiner so sehr wie die Förner. Dabei mag ich sie gar nicht. Ist mir absolut unsympathisch. Sie hat, wie soll ich sagen, sie hat so gar nichts Romantisches. Guten Abend. Was darf ich den Herrn bringen, bitte? Whisky. Sie sind doch einverstanden? Ja, natürlich. Bitte sehr. Ich freue mich riesig, McEldridge, dass wir alten Grauköpfe wieder einmal beisammensitzen. Ehrenwort. Sagen Sie, Rockwood. Interessiert Sie der Stand der Förner-Sache wirklich so wenig? Ich habe für morgen Drehtag angesetzt. Etwas voreilig, finde ich. Wieso? Ich gebe einfach nicht auf das Gefasel der Zeitungen. McEldridge, wer von Ihren Leuten ist eigentlich auf den verrückten Dreh gekommen, die Förner habe diesen Stomponello umgelegt? Als ich das las, war ich ehrlich gesagt ein bisschen verärgert. Tut mir leid. Und nicht so schlimm. Bitte sehr, die Herren, der Whisky. Ich habe mir erlaubt, dem Brauche des Hauses gemäß etwas Gebäck. Ja, ja, stellen Sie nur hin. Ja, bitteschön. Und was Sie da als verrückten Dreh bezeichnen, ist eine ziemlich sichere Angelegenheit. Ich will Ihnen sagen, was sicher ist. Sicher ist, dass wir morgen weitermachen. Und sicher ist, dass der Film mit der Förner ein Erfolg wird. Wir gucken da anscheinend harmlosen Leuten ins Schlafzimmer. Genau das, was der durchschnittliche Kinobesucher sehen will. Und deshalb, mein Lieber, wird unserer verehrten Dinah nichts geschehen. Was liegt schon an diesem Stomponello? Er war ein Gangster, ein ganz übler Bursche. Fertig. Kein Hahn wird nach ihm krähen. Der Zorn des Herrn hat ihn getroffen. Wer hat dem Butler angestiftet, seine Aussage zurückzuziehen? Sie wissen doch davon. Aber natürlich. Also, wer? Erwarten Sie wirklich darauf von mir eine Antwort? Ich verkneife mir eine sehr hässliche, aus alter Freundschaft. Ich habe mit dieser Sache nicht das Geringste zu tun. Allerdings sage ich Ihnen ehrlich, dass mir dieser Mann jetzt außerordentlich sympathisch geworden ist. Aber verderben Sie uns nicht diesen netten Abend, McEldridge.
Machen Sie Schluss mit dieser Geschichte. Klopfen Sie Ihrem Inspektor auf die Schultern und geben Sie ihm ein paar freie Tage. Prost. Mr. Lockwood, ich glaube, wir verstehen uns nicht ganz. Inwiefern? Der Fall hat sich gar nicht erledigt. Sie freuen sich zu früh. Wir werden uns den Butler noch einmal sehr genau ansehen. In Ordnung, McEldridge. Das ist Ihre Sache. Dazu bloß ein Tipp. Ich bin Anhänger jener Leute, die Irrtümer für menschlich halten. Der Mann hat sich geirrt. War anscheinend etwas mit Nerven runter. Ist das so neu in Ihrer Praxis? Sollten Sie jedoch kein Verständnis dafür haben, sollte Ihr Inspektor den Mann dazu bringen, dass er plötzlich alles wieder über den Haufen wirft, aus Angst vor der Polizei, dann sehen Sie sich vor. Ich möchte Ihnen nicht verheimlichen, dass sich dann etliche Zeitungen fragen werden, was das für eine Polizei ist, die einen ehrlich eingestandenen Irrtum als Verbrechen betrachtet. Und es ist mein gutes Recht, diese Meinung kräftig zu unterstützen. Die Öffentlichkeit hat es nicht gern, wenn gute Bürger so unfair, so undemokratisch von Institutionen behandelt werden, die von unseren Steuern bezahlt sind. Noch einmal, McEldridge, machen Sie Schluss. Ersparen Sie sich einen Haufen Ärger. 100-1, Sie bleiben auf der Strecke. Nun denke ich, reden wir nicht mehr davon. Ein Anruf für Sie, Mr. Lockwood. Der Herr wartet am Apparat. Danke. Bitte Sie. Der Regisseur. Ich sage ihm jetzt, dass wir morgen mit den Dreharbeiten beginnen können. Oder? Okay. Ich bin gleich wieder zurück.